Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, wir sind von der Radarstation bin ich hierher gefahren. Ich bin einfach nur durchgefahren. Vollgas. Leider konnte ich die Folge heute nicht hochladen. Wurde mir total zurückgewiesen. Ich hoffe, es geht sich jetzt noch aus, dass diese Folge jetzt rechtzeitig erscheint, weil musste ich neu aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, warum das so zurückgewiesen wurde, immer wieder. Keine Ahnung. Ich kann dazu kaum oder nur schwer irgendwas sagen. Also es war großteils eine, wie soll ich sagen, eine Reisefolge. Hintergrund für diese Reise, ich zeig's kurz auf der Karte. Also wir waren auf der Radarstation, ich bin dann die gelbe Straße Richtung Süden gefahren, dann diese weiße Straße weiter in diese große Stadt, Veliki Tabor. Da bin ich kurz ausgestiegen, habe zwei Leute eliminiert und bin dann hier weitergefahren. Warum bin ich hierher weitergefahren? Weil ich mir gedacht habe, wir räumen diesmal die Karte von Osten Richtung Westen auf. Allerdings gehen wir nicht in die Felder B. Nö, wir bleiben nördlich davon. Das heißt, nicht diese große Stadt da unten in B1, nicht das Flughafending in B2 und nicht die Burg in B3. Warum? Ich möchte auch irgendwann mal wieder zurück. So, ansonsten möchte ich mir das gerne anschauen. Ja. Und aus diesem Grund werde ich einen Kürbis essen. So, Verletzung behandelt, super. Stoppwechsel sieht ganz gut aus. Ja, dann fragen wir mal die Bauern nach dem Weg hier. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Guten Tag. Oh. Ja. Ja, sehr gut. Immer die Befürchtung vor den Ads. So, ja, das ist gut. Den Rest mache ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn da hinten in dem Schuppen? In der Schuppen. Hallo? Okay. Schauen wir da mal in die Kisten. Nö, Sicherheitsnadel nehmen wir jetzt auch keine mit. Ja, heiliges Habern, da kann ich nicht anders. So. Mal da schauen. Ja. Ich nehme ihn mal mit. So, dann haben wir hier. Da hinten ist noch so eine Kiste. Die Kiste ist auch leer. So, rauf gehen wir nicht. Wie gesagt, wir gehen nicht überall hin. Aber wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Und finden Federn. Wie toll. So, machen wir mal da drin. Dann würde ich dann im Haus noch gerne fragen, ob die da einen Telefonanschluss haben. Hallo? Eine Beanie-Mütze. Ist die gut? Ja, der ist ziemlich gut. Zerschneiden wir die? Du hättest vorher das Haus clearen sollen. Ja, richtig. 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 So, So. Legen wir wieder zurück. Kriege ich da nicht wieder Durchfall? Ich hoffe nicht. Schauen wir da mal. Nö. Hier in der Weinsammlung finden wir den Radio. Da wird die Küche dahinter sein. Mhm. Aha. Keiner da. Okay. So, was haben wir da? Bolt. Okay. So. Naja. Oh. Oh, wie gut. So, weil wir aber gerade da sind, Stoppwechsel. Naja, gut.
Wir können die Blase aber dennoch entleeren. So. Oh, ist das grauslich da, der Boden, so richtig. Bah. Wenn Roy deinen Namen hat, dann heißt sie hier, auf den Fliesen. Bah. Bah. So. Hätte ich fast gesagt, Reude heißt Bauernhof, aber das stimmt ja nicht. Der ist ja ansonsten super, nur halt ein wenig räudig. So, ein Vorschlag haben wir. So, in dem Auto haben wir nämlich noch keinen Reservevorschlaghammer. So, Auto ist schon richtig geparkt zur Abreise. So, und jetzt fahren wir in das große Dorf. So, wir haben das hier, wir haben das hier, das hier, das da, das da. Super. Also, Volumen ist gut. Verletzung, ich müsste tatsächlich Wunden versorgen. Hat er mich wohl erwischt. Hör ich da? Ich höre irgendwas. So, diese Bolts lege ich auch weg. Das lege ich weg, weil es schmutzig ist. So. Ich stecke ein und die Rentierohren. Ich höre doch da um die Ecke was. Hm. Gut, egal. Dö-dö-dö. So, dann geht's jetzt auf in Richtung dieser Ortschaft, westlich von uns. Ich glaube, Velki Buff. Nein, Buff nicht. Velki. Über die Wiese. Ja, komm, lass uns schleudern. So, den Bauern über den Feld. Acker. Ackern. So. Der Feldacker. So, da sind wir. Das sind Garagen, das sind Garagen. Ich kann es von hier aus sehen. Was passiert, wenn ich jetzt ein Auto finde? Bin ja schon einigermaßen skeptisch, weil wenn ich hier ein Auto finde, was mache ich dann damit? Das ist so ganz auf der anderen Seite. Da hinten räuche deiner. So. Garage, Garage. Ach, guck an. Und schmutzig ist er. So, machen wir das mal. Oh. Hallo? Können Sie mir helfen? Ich würde suchen Oberteil für Damen. Also Damenoberbekleidung. Kennen Sie da einen Shop? Seien Sie doch nicht aggressiv, junge Dame. Nein, seien Sie bitte nicht aggressiv, Dame. Gnefrau, würden Sie bitte nett bleiben? Ich habe ganz höflich gefragt. Das gibt's ja nicht. Gute Dame. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außer der Drohne. Ist vom Zombie, ist grauslich. So. Die Drohne, die Drohne, die Drohne, Drohne, Zitrone, hier. Okay, ich muss die Leiche aber wegbringen. So. Hinter dieser Säule verbergen. So, dann weiß keiner, dass ich die Dame erledigt habe. Oh. Genau. Also, man sieht's nur, wenn man's weiß. Super, oder? Ja, vielleicht die Hand noch ein bisschen so. Super, oder? Sieht man gar nicht. Sieht man nicht. So, da ist ein Shop. Vielleicht gibt's hier Damenoberbekleidung. Oh. Ja, und jetzt? So, Moment. Vielleicht kann man das schön als Thumbnail nehmen. Hi.
Es geht doch. Oder? Ja, grüll ein wenig. So, ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, ich bin auf der Suche nach einem Damenoberbekleidungsgeschäft. Was? Was heißt die Frage, wo, warum da so Blutflecken am Boden sind? Keine Ahnung. Vielleicht ist jemand hier gestorben? So, schauen wir mal. Als Messerchen, aber wir haben genug Messerchen. So, ja, es muss sein, weil... So, besser. Sieht keiner. Also wenn man es nicht weiß... So, dann gehen wir jetzt in den Shop da rein. Weil das weiß ja keiner. So, hoffentlich gibt es nicht noch einen hier. Naja. Das ist aber ein schwacher Shop hier. Also der Shop... Hefe. Ja, auf der Suche nach Hefe. Schauen wir da mal rein. Nö, dann machen wir zu. Hier, Toilette. Apropos Toilette. Das ist wirklich ein sehr leerer Shop. Ich bin äußerst unzufrieden. So. Das sieht man nicht, wenn man es nicht weiß. Gut, die Blutflecken da, die können. Da hat sich jemand geschnitten. An einer der überall rumliegenden Rasierklingen. Und wir fahren da weiter. Ja, und schon sind sie weg, die Blutfleckern. Ja. Dann die Kurve. Oh, da gehen wir auch rein. So, vielleicht haben die da irgendwie... Oh, das ist so ein Gasthausteil. Wie cool. So, zuerst mal in die Küche. Mhm. Okay, da ist eh niemand. Ja, den gustiösen Kühlschrank durchsuchen. Was ist das? Ein Schraubendreher. Mhm, ein Dietrich. Von der Kategorie her ähnlich. So was da drin. Aha, aha. Boah, ist das alles kringelig hier. Total versifft. Da draußen ist ein Mülleimer, auf den kann ich nicht zugreifen. Wo ich gar nicht weiß, ob ich das bedauern soll. So, hier drinnen, Toilette. Ja. So, sie rufen nach mir. Okay. Ein Bogen. Ja. Nimm doch mal den Bogen, du willst lautlos töten. Nö. Okay. Relativ ausgeräumtes Gasthaus hier. Da. So, dabei bin ich nur auf der Suche nach einem Damenoberbekleidungsgeschäft. Entschuldigen Sie, haben Sie hier einen Shop gesehen? Au! Ich hoffe, das hat niemand gesehen. So, trägst du was Spezielles bei dir? Da. Ja, Hunter wäre gut, aber, was ist denn das? Jeans? Spitfire. So. Ein Hühnerstall. Da begehen wir ein gewaltiges Verbrechen. Wir räumen die Federn aus. So. Dann fahren wir mal weiter. Da. So, was haben wir da für schöne Häuser noch? Links. Ja, alles gut. Alles in Ordnung. Ich sehe auch keine Leute rumstehen.
War es in Garagen? Wäre so ein Wasserding gewesen. Warum leckt's denn? Hallöchen. Super. Ein Eierwärmer. Völlig sinnlos. Für Weitraut. Wobei, ich könnte ihn einem Zombie schenken. Aber was macht ein Zombie damit? Die Polizei. Die Polizei. Oh, da kann ich ja gar nicht. Da vorne ist Polizei, da fahren wir hin. Und da ist eine Kirche. Eine Kirche. So. So, also auf zur Polizei. So, die müssen doch Bescheid wissen, wo es hier Damen-Oberbekleidungsgeschäfte gibt. So, da ist mal als erstes eine Garage. Da ist nix. Schrott. Eine Befürchtung, dass irgendwer hinter mir... Da röchelt doch wer. Das ist die Polizei von hinten. Hallo. So, was haben wir da? Ein Grinding Stone. Der Grinding. Grinding. So, dann haben wir hier Nägel. Da ist nix. Nein, falscher Knopf. So. Schönes, fingerlose Handschuhe. Nö, ich bin mit meinen ganz zufrieden. So, Gummistück. Nö. Oh. Gnädige Frau, wissen Sie hier, wo ich das nächste Damen-Oberbekleidungsgeschäft finden kann? Das wäre mir ganz recht, wenn Sie mich hier bei meinem Shopping-Trip unterstützen könnten. Oi. Genau im Hinterhof der Polizei jemanden ermordet. Oh mein Gott. Oh, wie cool. Die war nicht so harmlos, wie sie schien. Das war eine Undercover-Polizistin. Oh mein Gott. Ich muss die Leiche entsorgen. Und das im Hinterhof der Polizei. So, schön. Da liegt sie drin. Da liegt sie gut. Und keiner hat was gesehen. Okay, solange hier keiner was gesehen hat, ist auch alles gut. Wir überprüfen das natürlich. Oh, 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 oh. Oh mein Gott! Ah, der hat einen harten Schlag! Der hat einen harten Schlag! Heftig, heftiger Typ! Heftig, heftig! Nein! Nein! So. Verdammt, genau in Sicht. Das war ein Zivilist. Verdammt. So, okay. Ich brauche zuerst mal Wunden versorgen. Verdammt. Jetzt haben wir einen Typen ermordet. Eine Undercover-Polizistin und den Typen hier. So, pass auf. Ein Typen werden wir natürlich, so, in die zweite Garage rein. Ja, sehr gut, super. Nichts geschehen. Und es ist so, als wäre nie etwas geschehen. Ja, das Gewand, das kann da so rumliegen. So, Käse, Essen.
ein wenig aufpeppen. Gieße es gut. Dann werden wir die Hagebutte zu uns nehmen. Stopfwechsel. Ja. Sehr schön. Walnuss. Einfach mal auf eine Nuss beißen. So, Anzahl Zähne, noch 32. Gut. Ja, wir können auch ein wenig trinken. 653 Natrium. Wahnsinn, oder? So. So, dann würde ich sagen... Schön sortiert. Ja, wir gehen jetzt vorne rein bei der Polizei. Vorher würde ich noch die Apotheke aufsuchen. So, hallo? Herr Apotheker? Okay. Ich bediene mich dabei selber. Ist das okay? Wunderbar, Aktivkohle. Wunderbar. So. Ja. Kann man brauchen. So. Ich weiß nicht, ob dem Apotheker... Ah, Batterien. Ob dem Apotheker das recht ist, was wir hier tun, aber solange nichts sagt... Es gibt keinen Apotheker. Auch das ist gut. So. Naja. Gut. So, dann sind wir da auch durch. Da hinten der noch. Gut. In der Apotheke waren wir dann. Der konnte uns nicht helfen. Der Apotheker fehlt aber auch. So bedeutet... Nein, das nicht. Okay, da hat es keiner gesehen. Hinterhof der Polizei ist natürlich sehr, sehr, sehr unangenehm. Wieso ist das dritte Tor zu? Habe ich das dritte Tor zugemacht? Oder habe ich es noch nie aufgemacht? So, da habe ich eine Regenjacke in Weiß. Ist sicher super. Ach, weißt du, die nehme ich mit. So. Das Geräusch dazu. Ich weiß nicht, wo die Kleidung daher kommt. Wir kennen die Kleidung. Die ist von unserem Undercover-Typen. Ja, ja. So, das kann ich da auch reintun. Das kann ich auch reintun. Also, ich muss das jetzt bei der Polizei klarstellen. Ich muss das klarstellen. Ich war es nicht. Ich hoffe, sie glauben mir. Die zwei Angestellten im Supermarkt und dann im Hinterhof die Undercover-Polizistin. Ist natürlich, enge Geschichte. So. Da schauen wir noch rein. Da schauen wir auch noch rein. Super. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.